Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht hier gut durchkommen. Oh, das war jetzt richtig scheiße. Jetzt haben wir auch einen Schaden. Der stand da regelrecht. Ja, und jetzt werden wir hier durchgereicht. Also, so viel steht schon mal fest. Es läuft nicht so gut wie mit dem Fokus. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forza Motorsport 5 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Und ja, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen ist uns natürlich aufgefallen, dass in dieser C-Klasse-Veranstaltung, in der wir uns ja aktuell befinden, der Mini ein richtig starkes Fahrzeug ist. Und dann lasse ich es mir doch jetzt hier nicht nehmen, hier im großen Finale dieser C-Klasse auch ein Mini auszupacken. Habe ich hier ein schönes Design, habe ich auch noch rausgesucht, wie ich finde. Also auch hier an den Ersteller, auch wenn er das wahrscheinlich nie hören wird. Ja, großes Lob, sieht geil aus. Und damit versuchen wir uns jetzt unser Glück. In der letzten Folge sind wir ja mit dem Hyundai gefahren. Ja, da lief es richtig, richtig Porno, möchte ich mal einfach sagen. Da haben wir 4 Rennen gefahren, 4 Rennen gewonnen. Also besser können wir es nicht machen. Vor allem auch nicht, weil wir nur noch 3 Rennen haben. Aber jetzt gucken wir mal, wie der Mini denn so wirklich abgeht. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall mit dem Mini immer richtig stark unterwegs gewesen. Und ja, gucken wir mal, wie wir uns damit anstellen. So, wir gehen nach Road Atlanta. Und dann bin ich ja mal gespannt, was der Mini so kann. Wir kehren zurück auf den heißen Asphalt der Road Atlanta in Georgia. Zusätzlich muss man auch zum Mini sagen, jetzt im Vergleich zum Hyundai Veloster Turbo, der hat jetzt deutlich weniger Topspeed-Potenzial. Zum Glück sind die Strecken wie Yas Marina und Spa schon abgehakt. Sonst wäre das vielleicht mit dem Mini so ein bisschen kritischer. Er hat auch deutlich weniger Topspeed-Potenzial sogar wie der Ford Focus, den wir am Anfang gefahren sind hier in diesem. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie wir mit dem Mini hier so vorankommen, aber er hat wenig Gewicht und somit könnte er von unten raus einen richtig guten Bums haben. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es läuft. Ich bin selber gespannt, wie wir uns denn mit diesem giftgrünen, aggressiven Mini denn so schlagen können. Dazu muss man auch sagen, zum Mini ist natürlich ein ganz kurzer Radstand, fährt sie so ein bisschen wie ein Go-Kart, heißt es ja immer. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch so wirklich ist. So, am Start. Ja, läuft's. Ist jetzt nicht schlecht, würde ich mal sagen. Jetzt hier ist natürlich ganz eng. Da müssen wir aufpassen hier, dass wir nicht gleich abgeschossen werden. Weil wir wenig Gewicht haben, sind wir dann natürlich leicht von der Strecke zu tragen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier uns gegen diesen Hulk Golf und diesen Mazda 3 wehren. Boah, da kommen wir ein bisschen ins Driften, aber alles gut kontrollierbar. Ja, zum Mini können wir auch dazu sagen, ist wieder ein frontangetriebenes Fahrzeug, wie auch schon die 2 Autos zuvor. Aber ist, finde ich, für die Klasse auch voll okay. Da brauchen wir keinen Heckantrieb oder so oder ein Allrad. Das können wir dann immer noch bei den ganz großen Kalibern dann auspacken. So, jetzt komme ich ein bisschen hier. Eine ganz komische Linie, aber alles noch okay und abfangbar. So, aktuell sind wir 8er. Uah. So, jetzt kommt diese Gerade und wie gesagt, da wird wahrscheinlich die Power vom Mini fehlen. Aber jetzt gucken wir doch mal, ob wir uns trotzdem an ein paar ransaugen können. Vor allem vielleicht auch einen Windschatten ein bisschen mitnutzen hier vom RX-7. Bin ja mal gespannt. 3 Runden fahren wir insgesamt. Aber ihr seht schon, wir sind auf jeden Fall nicht schneller wie die da vor uns. Sind sogar jetzt schon im Drehzahlbegrenzer. Uiuiuiui. 3. Gang. Boah, der fährt hier ohne Rücksicht auf Verluste. Sorry. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht hier gut durchkommen. Oh, das war jetzt richtig scheiße. Jetzt haben wir auch einen Schaden. Der stand da regelrecht. Ja, und jetzt werden wir hier durchgereicht. Also, so viel steht schon mal fest. Es läuft nicht so gut wie mit dem Focus oder dem Hyundai. Auch jetzt Pech durch den Unfall jetzt gerade. Und ja, dieser RX-7 fährt hier sehr, sehr aggressiv. Wobei ihr letztes
Rennen die drei Tage gut unterwegs waren, während hier der andere Mini neben rausgefahren ist. Also für Mini läuft es hier aktuell nicht gut. Die machen jetzt hier keine Werbung auf der Strecke, vor allem jetzt ich auch mit dem Schaden. Ich bin gespannt. Ich will aber hier auf jeden Fall noch irgendwie auf Platz 3 vor. Ich möchte auf jeden Fall noch die Goldmedaille. Einfach jetzt viel Pech auch gehabt, möchte ich einfach mal dazu sagen. Hier abgedrängt worden zweimal und dann einmal hier der vor uns, der hier einfach in der Kurve fast schon stehen geblieben ist, der die irgendwie nicht gut gekriegt hat und ich konnte auch einfach nicht mehr reagieren. Und es war einfach ärgerlich, hoch 20. Und jetzt haben wir hier diesen leichten Schaden, aber jetzt gucken wir einfach mal. Ich versuche jetzt hier einfach mal trotzdem auf der Geraden ein bisschen Speed mitzunehmen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Konkurrenz hier einfach schneller ist. Ich sehe jetzt auch schon im Rückspiegel, dass der Golf da oder was auch immer das für ein Fahrzeug ist, hier einfach vorbeizieht. Ne, ist kein Golf. Ist, glaub, ein Ding. Ein Impreza. Wow. So, der andere Mini fährt sich hier schon wieder ran. Da muss ich jetzt aufpassen, dass der nicht uns auch noch kassiert. Immerhin können wir uns erstmal den 5. Platz verteidigen. So, jetzt in der Kurve haben wir jetzt keinen, der im Weg stehen kann. Kommt dementsprechend noch besser rum. So, letzte Runde. 2 Plätze sollten wir noch gut machen. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch irgendwie nach vorne kommen. Da vorne sind auf jeden Fall noch 3 Fahrzeuge. Der erste Platz ist schon auf und davon. Aber um den geht es eh nicht mehr. Ich will jetzt einfach hier nochmal vielleicht versuchen, Gold zu holen. So, am 4. Platz bin ich dran. Aber wenn der uns jetzt aufhaltet, sehe ich eher schlecht, weil auf der Gerade kommen wir nicht unbedingt ran. Da verlieren wir eher Zeit hier auf diesem BMW. Deswegen müssen wir jetzt attackieren. Müssen wir jetzt vorbei. So, ich bin dran. Oh, leichte Berührung wollte ich nicht. Aber ich fahre jetzt hier auch einfach am Limit vom Fahrzeug. Ich will das jetzt erzwingen, ganz klar. Jetzt ist er innen. Das ist natürlich nicht so gut. Weil ich jetzt hier ein bisschen Platz lassen muss. Aber es passt schon. Ich bin jetzt erstmal noch vor ihm jetzt hier durch diese Kurve. Und jetzt geht es hier auf die Gerade. Und jetzt, oh, jetzt komme ich auf das Grün. Ganz bitter. Das kostet jetzt noch natürlich zusätzlich noch viel Schwung. Und die sind eh schneller hier. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass der uns jetzt nicht auf der Gerade kassiert. Ich werde auf jeden Fall Kampflinie fahren, das ist sicher. Ich möchte diese Goldmedaille auf jeden Fall verteidigen. Nachdem das jetzt so blöd lief mit dem Unfall, möchte ich natürlich hier alles daran setzen. Ihr seht schon, er kommt links innen angeschossen. Aber ich ziehe jetzt hier einfach zu. Er kann hier nicht attackieren, ganz einfach. Ich lasse ihn das nicht zugehen. Da vorne Platz 2, seht ihr das? Hat einen Ausritt gehabt, vielleicht kriegen wir den noch. Wobei, nee, ich glaube nicht, in der letzten Kurve. Der hat einfach schon einen guten Vorsprung. Und ich komme hier, oh, ganz blöd hier durch. Aber ich habe es jetzt einfach erzwingen wollen hier durch die Start- und Ziellinie. 3. Platz haben wir immerhin noch gekriegt. Lief alles ein bisschen blöd. Aber egal, Goldmedaille. Und ja, der arme Mini hat ein bisschen was abgekriegt. Aber ja, so ist es jetzt halt. Aber wir haben noch 2 Rennen hier. Wir haben noch das vorletzte Rennen und das große Finale. Und ich bin mir sicher, dass wir mit dem Mini auf jeden Fall auch noch ein geiles Rennen jetzt gleich hier erleben werden. Weil ich glaube einfach, der ist, hat schon was drauf. Und ihr habt es ja auch gesehen in den Folgen zuvor. Der andere Mini ist immer gut abgegangen. Steigen, ah, noch nicht eine Affinitätsstufe auf, fehlt noch ein bisschen. Ich speichere jetzt erstmal auch das Video hier ab. Fertig. So, nichts hochladen. Und dann setzen wir das Ganze fort, gucken mal, wo es hingeht. Europäische Strecken haben wir ja eigentlich alle, also müssten wir eigentlich fast nochmal in Amerika unterwegs sein. Wir kehren zurück zum sogenannten Brickyard, dem Indianapolis Motor Speedway. Ja, und dann liege ich auch richtig, Indianapolis ist dran. Natürlich auch wieder eine Strecke, wo ein Topspeed-Bereich hat durch diese Steilkurvenabschnitt. Aber es ist ja nicht so, dass wir deutlich langsamer sind wie die Konkurrenz. Wir sind ungefähr auf einem Speed-Niveau, aber wir haben halt eben nicht diesen Vorteil wie beim Hyundai, dass wir da oben immer aus richtig Power haben. Wir sind jetzt, glaube ich, mit dem Mini gut in engen, schnellen Kurven. Und es gibt hier ja natürlich in Indianapolis auch ein Infield. Und da müssen wir jetzt einfach Boden gut machen. Und da müssen wir gut durchkommen. Und wenn wir das schaffen, bin ich auch zuversichtlich, dass wir hier auf jeden Fall eine Goldmedaille mitnehmen können. Und ich hoffe mal, wenn wir es unfallfrei schaffen, dass wir hier auch nochmal eins draufsetzen können. Und vielleicht sogar auf Platz 2 oder sogar Platz 1 fahren können. Das schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So. Ja, Rennen gleich mal starten. 3 Runden haben wir Zeit auf diesem 4,19 langen Kurs. Die Tribünen sind gut gefüllt.
Also von der Stimmung her sollte es doch klappen. So, mit dem kleinen Mini Kuba, John Cooper Works. So, jetzt sagen wir uns doch einfach mal ran hier. Boah, hier ist kein Platz, wenn man es genau nimmt. Boah. Jetzt muss ich hier ein bisschen vom Gas. Jetzt ist nämlich hier alles ganz, ganz eng. Muss ich hier sogar übers Grün ausweichen. Aber ist alles halb so wild. Passt alles ganz gut. Sind jetzt hier schon direkt am 7. Platz dran. Den versuche ich jetzt hier innen ein bisschen zu attackieren. So, vorne haben wir jetzt den BMW, der sonst als um Sieg mitfährt. Boah, sorry. Boah, der fährt hier auch ganz, ganz enge Kampflinie, aber alles okay, alles im grünen Bereich. Jetzt rutsche ich hier ein bisschen weiter raus. Aber jetzt hier ist wichtig, diese Rechtskurve mit viel Schwung mitzunehmen. Boah, ja, jetzt untersteuert das Auto ziemlich stark. Jetzt trägt es mich sehr weit raus. Aber alles halb so wild. So, jetzt hier auf der Bremse vielleicht. Nee, kann ich nichts machen. Jetzt hier durch die Lücke vielleicht. Ja, enge Sache, enge Sache. So, ja, kommen wir durch. Hier ist der andere Mini, den wir jetzt hier auch auf der Bremse vielleicht... Ah, nee, doch nicht. Vor allem jetzt brauchen wir eigentlich den Schwung. Aber vielleicht können wir jetzt dem anderen Mini in den Windschatten setzen. Ich hole jetzt mal aus dem Windschatten raus. Boah, jetzt bremst er hier ab. Boah, ganz, ganz bitter. Warum bremst er jetzt hier ab? Ganz unnötig. Egal, ich bin jetzt erstmal innen. Und auf dem zweiten Platz in der ersten Runde. Das lief schon mal ganz, ganz gut. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich ja die Topspeed, aber das wird der andere Mini auch nicht haben. So, wir haben hier rund fast 230 drauf. Sind im Drehzahlbegrenzer jetzt wahrscheinlich gleich. Ja, jetzt sind wir ein Drehzahlbegrenzer, also es reicht gerade so. Vorm Bremsen hätte ich eh sowieso ein bisschen früher bremsen müssen. Aber das passt alles ganz gut. So, da vorne haben wir den Audi. Und den wollen wir doch auf jeden Fall kassieren. So, jetzt hier in den kurvigen Bereich sollten wir doch eine Chance haben gegen ihn. Der fährt jetzt hier eine äußere Linie. Kann natürlich jetzt mehr Schwung umsetzen. Und jetzt zieht er uns genau vor uns. Jetzt können wir den Schwung hier nicht rausnehmen oder nicht mitnehmen. Wir müssen jetzt hier wieder eine weite Linie fahren. Ganz bitter. Aber wir können uns jetzt erstmal hier mit ein bisschen besseren Beschleunigungswerten, ein bisschen weniger Gewicht. Ihr müsst auch bedenken, der Audi, der hat ein Allrad. Der Allrad auf dieser Klasse ist natürlich sehr schwer. Und dieses Allrad muss er erstmal hier dann irgendwie wieder umsetzen. Und deswegen können wir, glaube ich, unten raus schon ein bisschen mehr Bums haben. Der ist zwar da am Start, hat einen großen Vorteil durch ein Allrad. Aber ich glaube, hier so auf der Strecke beim Rausbeschleunigen sind wir mit unserem Frontler, der deutlich weniger Gewicht hat, besser bedient. So, ja, wir gehen jetzt als Führender auf die Steilkurve zu oder auf die Steilstrecke. Hätte ich nicht gedacht, dass es so läuft. Vor allem, weil wir auch hier gegen den anderen Minis sehr unglücklich gecrashed sind, aber zum Glück keinen Schaden mitgenommen haben, nur optisch. Und von dem her passt es ganz gut. Und jetzt sind wir hier wieder mit bis zu 230 haben wir drauf gekriegt. Also so schlecht ist die Topspeed dann wohl doch nicht. Er braucht wahrscheinlich nur ein bisschen, bis wir da drauf kommen. Auf jeden Fall sieht es ganz gut aus. So, jetzt gehe ich mal hier rechtzeitig auf die Bremse. Einmal kurz den Drehzahlbegrenzer gehört. Und dann jetzt hier rum. Ja, liebe Leute, es könnte dann doch nach einem Sieg aussehen, nachdem hier der Anfang nicht so gut lief. Aber so sieht es ganz gut aus. Der Mini hat tatsächlich Dampf unterm Hintern. So viel steht auf jeden Fall fest, sonst würden wir hier nicht so ganz klar dominieren hier auf Indianapolis. So viel steht auf jeden Fall fest. Das einzige große Problem hier bei dem Mini ist, er ist ein bisschen arg untersteuern. Das fällt auf. Man muss hier ein bisschen gegenwirken auf jeden Fall. Aber guckt auf die Minimap. Wir haben einen guten Vorsprung. Das sollte doch, wenn wir jetzt keinen großen Fahrfehler mehr machen, alles gar kein Problem mehr sein. Das sollten wir doch nach Hause fahren mit diesem John Cooper Works. Jetzt hier in den zweiten Gang durch diese Enge links nochmal. Ja, und ihr merkt schon, er ist echt ein bisschen am Untersteuern, gerade auch beim Kurvenausgang. Zieht er extrem nach außen weg.
muss man ein bisschen weniger aufs Gas gehen, dann passt das schon. So, jetzt wieder zum letzten Mal auf diese Steilstrecke, auf diesen Steilabschnitt. Und dann können wir tatsächlich unseren ersten Sieg mit dem Mini feiern, die nächste Goldmedaille. Wunderbar, die Veranstaltung läuft absolut richtig gut. Ja, wunderbar, haben wir geschafft. Den ersten Sieg mit dem Mini. Und ich glaube insgesamt der 7. Sieg in der Veranstaltung im 9. Rennen. Also da können wir auf jeden Fall auch sehr zufrieden sein mit der Bilanz hier. Und jetzt kriegen wir auch noch mal ein bisschen Kohle natürlich für dieses tolle Ergebnis. So, steigende Stufe auf und eine Affinitätsstufe, wunderbar. Das heißt mehr Credits, mehr Ausschüttung im nächsten Rennen. So, speichern wir das Ganze auch mal ab nochmal für euch, dass ihr die Außensicht seht. So, und dann setzen wir fort, kommen zum Finale zu dieser Veranstaltung und ich bin echt gespannt, wo es hingeht, wo wir das Finale dieser C-Klassen-Kategorie absolvieren werden. Die nächste Veranstaltung findet in den Berner Alpen in der Schweiz statt. Und zwar in den Berner Alpen in der Schweiz. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, wie das Auto hier in den schnellen Kurven funktioniert. Das Auto ist ja, glaube ich, eher gut für enge, kleine Kurven. Also eher, ja, vielleicht nicht so vorteilhaft, aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir mit dem Mini hier eine gute Veranstaltung abschließen können. Vor allem muss man auch dazu sagen, dass die Berner Alben die letzten Male immer ganz, ganz gut funktioniert haben. Da waren wir immer, würde ich mal behaupten, vorne mit dabei. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir fahren hier den kompletten Festival Circuit. Und 5,84 Kilometer, glaube ich, eine Runde. Und trotzdem fahren wir drei Runden, egal. Das Finale, das große Finale dieser C-Klassen-Kategorie. Ich bin gespannt. Und ihr dürft es auch sein. Jetzt unfallfrei durchkommen und dann können wir hier auf jeden Fall was Tolles erleben, bin ich mir ziemlich sicher. Auf geht's, los geht's, der Start. Und Power haben wir, die Räder drehen richtig durch. So, jetzt gut durch die erste Kurve kommen. So, ich sehe eine Lücke. Lehne mich ein bisschen hier an dem BMW. Jetzt fahren wir außen lang vorbei. Nehmen den Schwung einfach mal mit. Um vielleicht jetzt hier durchzukommen. Boah, das ist ganz schwierig, weil der jetzt hier abbremst. Muss ich auch ein bisschen auf die Bremse. Und ihr merkt schon, die schnellen Kurven, das Auto neigt sich ganz, ganz stark. Oder fängt dann an, hier schon zu übersteuern. Was in einem untersteuernden Auto dann nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn es dann nämlich dann gleichzeitig auch noch irgendwie versucht, dann über die Vorderachse auch noch zu schieben. Und ich bin im absoluten Drehzahlbereich jetzt. Das Auto ist überhaupt nicht hier für diese Topspeed hier bergab ausgelegt. So viel steht fest, aber Konkurrenz kann diesen Vorteil nicht nutzen, dass ich hier am Drehzahlbegrenzer rumschlittere. Und somit befinde ich mich jetzt erstmal auf dem 7. Platz. Und wir haben noch auf jeden Fall genug Zeit, uns nach vorne zu schieben. Während hier gekämpft wird. In den Tunnel rein. In diesen dunklen Abschnitt. Und dann jetzt hier raus. In das Sonnenlicht. Die uns hier ein bisschen blendet. Und hier rutsche ich absolut raus, weil die Hinterachse jetzt aber richtig schiebt, weil diese Kurven sind ganz, ganz schnell. Jetzt versuche ich hier, mich vorn so ranzusetzen. Jetzt hier der Drittplatzierte, der BMW. Und ihr kennt schon, jetzt geht es hier links über die Kuppe und dann geht es dieses Steilabschnitt, dieses Links-Rechts-Geschlängel, was ganz gefährlich ist. Und da müssen wir jetzt echt aufpassen, dass wir hier nicht abfliegen, vor allem wenn wir jetzt hier einen vor uns dran haben, wo wir nicht wissen, wann er bremst oder wie er bremst oder wie er fährt. Aber das haben wir ganz gut hingekriegt, indem wir ein bisschen passiver jetzt hier einfach gefahren sind. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier diese langgezogene Linkskurve, diese schnelle Linkskurve vor allem, gut überstehen, haben wir gemacht, würde ich behaupten. Und vor uns sehen wir den zweiten und erstplatzierten. Das heißt, wunderbar, haben noch zwei Runden vor uns. Wenn wir jetzt konzentriert weiterfahren, könnte doch ein Sieg drin sein. Und es würde dann das erste Rennen hier mit dem Mini in dieser Folge vergessen machen, was ja nicht so pralle lief. Trotzdem Gold noch geholt am Ende zum Glück.
Und jetzt sind wir hier, Zweitplatzierter und ja, was fährt vor uns? Auch ein Mini, es könnte ein Mini-Doppelsieg werden, nur wer wird von beiden der Sieger sein? Sind es wir oder der andere Mini? Das tragen wir jetzt noch aus, würde ich behaupten. Und jetzt komme ich, oh, jetzt komme ich hier dagegen. Das kostet Zeit und Schwung. Allerdings können wir den Schwung sowieso nicht ummünzen, weil wir in Drehzahlbegrenzer gleich wieder kommen werden. Weil das Getriebe dann zu kurz eingestellt ist. Aber ihr seht schon, wir bleiben dran am anderen Mini. Kommen hier richtig nah ran. Jetzt wird es ein richtiger Mini-Kampf. Ein Mini-Kampf, ja. Könnte man jetzt auch anders verstehen. Es ist ein großer Kampf mit den Minis, natürlich. Und jetzt kann ich mich hier innen vorbeisetzen erstmal. Und ziehe gleich ein bisschen ein paar Meter davon weg, hier jetzt durch den Tunnel. Läuft also alles ganz, ganz gut. So, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen auf die Bremse, dass mich nicht ganz zu weit rausträgt. Ich möchte hier schon noch auf der Straße bleiben. So, ja, da merkt ihr schon, da quietschen die Reifen, da rutsche ich richtig rum. Muss man schon aufpassen, dass man da nicht gleich abfliegt. Und jetzt geht's über die Kuppe. Und dann eben dieses Steilabschnitt, da müssen wir aufpassen, aber ich werde das jetzt mit vollem Risiko fahren. Das ist sicher, ich möchte hier auf jeden Fall jetzt den Sieg. Bisschen vom Gas jetzt gehen hier. Möchte nicht unnötig in die Bande, aber trotzdem mit vollem Risiko hier runter. Jetzt hier abbremsen. Und jetzt kommt das Auto ein bisschen quer, aber alles kontrollierbar. Das Auto ist sehr gutmütig, was das angeht. Ein bisschen untersteuernd am Kurvenausgang, aber sonst ist es perfekt. Gut, das Getriebe müsste jetzt auch ein bisschen länger sein, aber für diese Strecke ist das Auto halt einfach auch nicht getuned. Das muss ganz klar gesagt werden. Aber wir gehen hier in die letzte Runde als Führender. Wir können jetzt hier tatsächlich ein schönes Finish in dieser Veranstaltung setzen, die sehr, sehr gut lief für uns. Also wahrscheinlich eine der besten Veranstaltungen bisher im Let's Play, weil wir sehr, sehr viele Siege mit eingenommen haben, auf jeden Fall. Und sehr schöne Autos hatten, schöne Abwechslung hatten. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und die drei Vatare größtenteils, wenn auch nicht immer, aber größtenteils echt mal richtig fair mitgefahren sind, schnell mitgefahren sind. Und das hat echt Spaß gemacht. Und dem her, Hut ab, so könnte es auf jeden Fall weitergehen hier im Laufe des Let's Plays. Da hätte ich gar nichts dagegen und ihr sicherlich auch nicht. So, hier wieder am Drehzahlbegrenzer. Aber zum Glück nicht allzu lange. Boah, jetzt kommen wir hier. Ja, das ist das Untersteuern. Da können wir den Schwung nicht richtig ummünzen. Das ist immer sehr schade. Aber wir haben einen guten Vorsprung. Und somit ist es dann halb so wild. Jetzt geht es dann hier nochmal durch den Tunnel. Und ich glaube, und da lege ich mich jetzt auch ganz klar fest, das Ding gewinnen wir. Das Ding werden wir auf jeden Fall als Sieger abschließen. Ohne jetzt hier großartig irgendwie schon zu früh zu feiern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir werden jetzt hier konzentriert und ruhig weiterfahren, was ich jetzt hier auf jeden Fall machen werde, dass wir das Ding gewinnen. Und das wäre auf jeden Fall ein geiles Finish. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Die letzten Meter bin ich mal still und könnt ihr genießen. Und jetzt geht es ein über Start und Ziel und wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben das Rennen beendet als Sieger. Zwei Siege in dieser Folge und ja, insgesamt haben wir 8 Siege in 10 Rennen geschafft. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Wert. Das ja, macht doch Lust auf mehr und Lust auf mehr heißt auch in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge geht es endlich weiter mit der nächsten Ausgabe von TWIF. Von Du wählst, ich fahre. Ich bin gespannt, was für Autos ihr da so gewählt habt. Und ja, gucken wir doch mal, wie es dann so läuft. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf jeden Fall auf eure Autos. So, ja, das Design gefällt mir natürlich auch von dem Mini. Das ist noch ganz zum Schluss. Dann wird hier noch abgespeichert. Und ja, ich verabschiede mich jetzt einfach schon mal von dieser Folge. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge bei der nächsten Ausgabe von TWIF von Du wählst, ich fahre. Bis dann, euer Ray.